Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde. Heute mal nicht zu einem Tutorial, sondern zu einer Anlagenvorstellung. Wir sehen also hier den Gleisplan der Anlage, der obere Schenkel 3,5 Meter lang, der linke Schenkel 2,25 Meter lang. Insgesamt also circa 5,7 Quadratmeter. Und die Gleislänge beträgt etwa 80 Meter. Aufgebaut ist das Ganze in vier Ebenen. Ja, und hier sehen wir dann den Gleisplan, wie er in Hauptrail eingegeben worden ist und worüber die Anlage gesteuert wird. Ja, hier sehen wir jetzt mal das Glanzstück, meine ersten fertiggestellten Landschaften mit Felsen. Da habe ich also ziemlich lange dran rumgebaut. Das ganze Teil ist auch abnehmbar, weil diese Anlage in einem Raum steht und ich weiß nicht, ob sie da drin stehen bleiben kann, aber da ich kein Modul gewählt habe, muss ich also die Anlage irgendwann mal auch wieder abbauen können. Ja, ich denke mal, die Felsen sind schon ganz gut gelungen. Auch da habe ich sehr viel im Internet gefunden, wie man sowas machen kann. Und ja. Ja, hier mal eine kleine Vogelperspektive der Anlage von dem Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist sechsgleisig. Die V60 fährt gerade mit einem Waggon in Gleis 1 ein und kuppelt den jetzt ab. Und fährt von hier aus dann in den Lokschuppen. Ja, ein bisschen Platz war noch für Abstellgleise, aber wer kennt es nicht als Modellbahner? Man hat eigentlich immer zu wenig Platz. Und letztendlich ja, fehlt es dann an Gleislängen und gerade bei H0 sind 5,7 Quadratmeter nicht sehr viel. Aber ich habe mir meinen Wunsch erfüllt, einen großen Bahnhof zu haben, eine Nebenstrecke mit Nebenbahnhof, eine kleine Paradestrecke, die werden wir gleich auch noch mal sehen können. Ja, jetzt kommt die Baureihe 80 aus dem Lokschuppen gefahren und holt sich den Waggon ab. Hier kann man sehen, also es steckt noch sehr, sehr viel Arbeit in dieser Anlage. Das muss alles noch eingeschottert werden. Auch die Gleise sollen noch, also die Profile selber sollen noch braun gestrichen werden. Teilweise habe ich es schon angefangen. Aber das ist auch eine Menge Arbeit. Ja, die Lok fährt jetzt auf die linke Seite in einen eingleisigen Wendel in die mittlere Ebene rein. Diese mittlere Ebene besteht dann aus zwei ja, Wendeschleifen, eine zweigleisige Wendeschleife. Und von da aus kann man hochfahren oder eben in den Schattenbahnhof rein. So, hier natürlich das schönste Stück im Moment meiner Anlage mit schon etwas gestalteter Landschaft. Das ist also ein kleiner Haltepunkt auf der Nebenstrecke und von da aus geht es dann weiter in den Endbahnhof der Nebenstrecke. Ja, hier kommt gerade die V200 aus dem Schattenbahnhof rausgefahren und ja, die Baureihe 80 mit dem Waggon fährt jetzt in den Schattenbahnhof rein. Jo, das ist die kleine Köff, die immer wieder rumzickt. Ich weiß auch nicht warum. Der hat also immer wieder Aussetzer.
Ja, schon einen anderen Decoder reingebaut, also an der Stromabnahme scheint es nicht zu liegen, sondern es ist wohl immer so, wenn der Motor anfängt hochzudrehen, also wenn sie beschleunigt, dass sie dann immer diese Aussetzer bekommt. Und am besten fährt sie noch auf einer ganz niedrigen Fahrstufe, also mit 10, 11 Stundenkilometer fährt sie dann fast ruckelfrei. Ja, und hier wieder meine schönste Anlagenstelle im Moment. Auch hier habe ich die Gleise schon eingeschottert und auch ein wenig gealtert und die Profile braun gemacht. Ja, die Schranken werden mit einem Servo gesteuert. Ja, hier einfahrt der V200 im Gleis 5 und Abfahrt der Baureihe 64 aus Gleis 2. Ja, hier geht es jetzt rechts in den Zweigleisierenwendel, der dann auf dieser kleinen Paradestrecke endet. Wenn wir uns gleich nochmal ansehen. Hier ist die Auffahrt von dem Zweigleisierenwendel. Ein Gleis davon möchte ich gerne sichtbar haben. Das ist sowieso eigentlich viel zu viel unsichtbar von den Gleisen geworden. Aber das ist, wenn man immer zu viel bauen möchte und zu viel Gleise und zu viel Verkehr haben möchte. Ja, das ist jetzt das kleine Stück Paradestrecke, zweigleisig. An beiden Enden ein Tunnel. Und hier kommt mein Güterzug mit der Baureihe 55 angestampft. Wird jetzt über die Paradestrecke, ja, was heißt Paradestrecke? Länge ist mal gut 1,5 Meter, also nicht sehr viel, aber besser als gar nichts. Auch noch mal schön zu sehen, der Zweigleisewendel mit einem Stück sichtbaren Gleis. Ja, das ist jetzt diese mittlere Ebene, also mit diesen zwei Kehrschleifen, die von dem eingleisigen Wendel kommen. Und hier fährt der Güterzug wieder in den Schattenbahnhof ein. Ja, zum Schluss nochmal das Stück Paradestrecke. Der Reisezug mit der V200 hält hier vor dem roten Signal. Das muss er in der Regel nicht, aber ich habe es manchmal so programmiert, weil es einfach schön ist, den Zug mal eine Weile zu betrachten. Und auch schön ist, wenn ein Gegenzug kommt, der daran vorbeirauscht. Ja, und jetzt geht es im zweigleisigen Wendel hoch in Richtung Hauptbahnhof. Und damit endet auch die kleine Anlagenvorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.